Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir im Alltag vom Bösen reden oder von einem Menschen sagen, er sei böse, dann glauben wir zu wissen, was damit gemeint ist. Wenn wir aber erklären möchten, was das Böse ist und woher es kommt, geraten wir ganz schön ins Schleudern. Ja, warum gibt es überhaupt das Böse in der Welt? Und wie können wir seiner Herr werden? Diese Fragen sind uralt. Seit je haben sich Theologen damit herumgeschlagen. Desgleichen die Philosophen und sonstige Welterklärer. Und in dieser Stunde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fragen wir zusammen mit einem Philosophen von heute, mit Rüdiger Safranski. Er ist Buchautor und hat soeben ein Werk vorgelegt mit dem Titel »Das Böse oder das Drama der Freiheit«. Mit Rüdiger Safranski unterhalten sich Jacqueline Sonego-Mettner, Jörg Acklin und Ulrich Knellwolf. Herr Safranski, Sie setzen sich in Ihrem neuen Buch mit Erklärungen des Bösen auseinander. Ist das Böse gegenwärtig besonders erklärungsbedürftig? Ich will mal so sagen, es ist wieder auffällig geworden. Man kann sich eher wundern, dass es so lange wieder im öffentlichen Bewusstsein auch verschwunden gewesen ist. Ich muss sagen, ich kam auf die Idee, das Buch zu schreiben, kurz nach 89, nach 1989, nach der großen Wende. Und da war vorher, noch ein Jahr vorher, war Ronald Reagan auch in Berlin und hat rübergezeigt in den Osten, hat gesagt, das Reich des Bösen. Und dann ist 89 dieses Reich des Bösen zusammengefallen. Und jetzt gab es ja auch einen Moment lang danach die Situation, da hatte dann so Konjunktur einen Titel auf dem Buchmarkt, das Ende der Geschichte. Es war so ein Bewusstsein da, wenn jetzt der Kommunismus überwunden ist, sozusagen steuern wir den Zielhafen der Geschichte an. Jetzt ist das große Gelingen angesagt. Und das Gegenteil passiert. Das war natürlich wunderbar für die Menschen im Ostblock und auch in der DDR, dass die Freiheit wieder zurückkehrte. Das war alles sehr schön. Aber zugleich bemerkten wir ja auch, wie die Geschichte jetzt auch hier in Europa, sagen, in ihren blutigen Aggregatzuständen, in ihren chaotisierenden Tendenzen wieder zurückkehrte. Bürgerkrieg auf dem Balkan und so weiter. Die große Ordnung. Die große befriedete Ordnung wollte sich nicht einstellen. Und dann kam der Golfkrieg und da war dann, der Bush sprach von der neuen Weltordnung. Und es ist ja auch unheimlich sympathisch, daran zu glauben, daran festzuhalten, dass wir eine Weltordnung brauchen, dass wir uns nicht totschlagen, sondern in irgendeiner Form zusammenleben. Aber es stellte sich eben fest so, die Geschichte ist nicht auf dieses große Gelingen einfach programmiert. Und das wollte ich nur sagen. Und das war eigentlich der Hintergrund, das ist ein politischer Erfahrungshintergrund, weswegen ich dann Anfang der 90er Jahre einen größeren Essay damals für die FAZ geschrieben habe. Den hatte ich damals genannt, Die Wiederkehr des Bösen. Und nur diesen einen Satz dabei. Ich wollte aus diesen historischen Erfahrungen eigentlich an etwas Uraltes erinnern. Etwas ganz Uraltes, dass wir riskierte Wesen sind, dass wir freie Wesen sind mit offenen Optionen. Aber es ist doch interessant, ja. Ich finde es dann trotzdem interessant und für mich nicht unbedingt selbstverständlich, dass Sie dann über das Böse sprechen. Ja. Also ich meine, man könnte ja dann einfach fragen, welche sind die Ursachen? Mhm. Warum ist jetzt das zum Beispiel in Ex-Jugoslawien dieser Bürgerkrieg ausgebrochen? Ja. Welche Interessen hat wer? Warum geschehen zum Beispiel diese Massenvergewaltigungen etc.? Man könnte versuchen, anders darüber zu sprechen, anzugehen, als das, den Begriff das Böse wieder so aufzunehmen, wie Sie das tun. Frau Mettner, ist vollkommen klar. Und da berühren Sie auch einen ganz entscheidenden Punkt dabei. Es ist, wenn man jetzt ein Buch über das Böse schreibt, ich jedenfalls will überhaupt nicht in Abrede stellen,
dass wenn wir in die einzelnen Details gehen, wenn wir in den jugoslawischen Bürgerkrieg gehen, wir werden sehr, sehr viele Ursachen im Einzelnen finden und verursachen. Und darüber muss man auch reden und das muss man auch analysieren. Aber ich will eigentlich noch so eine andere Ebene dabei ansteuern. Das Böse. Vielleicht muss man da auch gleich ein Missverständnis beseitigen. Ich spreche nicht von einer, ich will hier nicht wieder eine dämonische Macht einführen, das Böse. Ja? Ich mache übrigens die Erfahrung, das kann ich vielleicht hier gleich sagen, das erklärt das so etwas, warum dieser Titel. Ich habe sehr viele Veranstaltungen und Vorträge, Lesungen und so weiter mit diesem Buch gehabt. Und dann kommt dann doch auch, ich kann noch so viel geredet haben, kommt dann doch die Frage, aber Herr Safranski, aber jetzt sagen Sie doch mal, woher kommt denn nun eigentlich das Böse? Woher denn nun? Ja. Aber das dann, Böse... Und dann sage ich, jetzt überlegen wir mal einen Moment lang, was erwartet man, wenn man die Frage stellt, woher kommt es eigentlich? Und dann wird sehr schnell deutlich, dass die meisten etwas wollen, was nicht spezifisch eben mit dem Menschen zusammenhängt, sondern früher war es dann der Teufel, ja, die dämonische Gestalt. Zeitweilig waren es dann anonyme Strukturen der Gesellschaft, aber auch nicht der Einzelne, nicht das Individuum. Ja. Oder neuerdings sagt man dann, naja, das ist sozusagen die biologische Natur in uns. Ja, Konrad Lorenz hat ein Buch geschrieben, das sogenannte Böse. Die biologische, aber eben nicht dasjenige, was in uns Bewusstsein ist, wodurch wir uns von anderer Natur unterscheiden. Und dann sage ich jetzt auch hier, so, das sind alles Versuche, es wegzuschieben. Ich möchte ein Nachdenken über das Abenteuer der menschlichen Freiheit, die Offenheit, die wir haben. Nietzsche sagte mal, der Mensch ist das nicht festgestellte Tier, also nicht festgestellt in diesem Sinne, er ist nicht programmiert, er ist offen. Und was heißt offen? Er hat Optionen, er hat Möglichkeiten, er hat eine ganze Skala von Möglichkeiten, die reicht bis zum Transzendieren zu Gott und sie reicht bis zum Transzendieren, wenn Sie so wollen, in die absichtsvolle Vernichtung und Zerstörung. Das alles gehört dazu. Und deswegen muss man, wenn man die Freiheit des Menschen ernst nimmt und sie entdeckt, muss man zugleich über das Böse als Möglichkeit reden. Sie haben gesagt, dass das Böse plötzlich in einer anderen Art ein Thema wurde. Also gerade Ronald Reagan konnte noch sagen, Böse sind die anderen. Das ist ja die einfachste Methode in der Projektion. Und dann ist aber schon diskutiert worden, gerade im Zusammenhang mit Jugoslawien, mit dem jugoslawischen Bürgerkrieg, da muss doch etwas da sein wie das dämonische Böse. Das wurde diskutiert plötzlich. Ja. Oder? Und ich denke, da wird es, wie Sie gesagt haben, ganz interessant, sich Gedanken zu machen, wie manifestiert sich zum Beispiel das Böse bei mir. Mhm. Selbst, oder? Ja. Also passiv oder aktiv. Mhm. Und dann kann man nicht mehr einfach sagen, es gibt so etwas wie ein Böses, das dem man ausgeliefert ist, sondern muss sich aktiv mit ihm auseinandersetzen. Ist das, vollkommen, was Sie meinen? Vollkommen richtig. Und da kann ich in diesem Zusammenhang kann ich noch einen zweiten Aspekt benennen, der den Hintergrund bildet, weswegen ich dieses Buch geschrieben habe. Sie beschreiben gerade sehr schön diesen Mechanismus des schwarzen Peters, sozusagen, man gibt es einfach weiter. Man wälzt es ab, der Böse ist der andere. So genauso. Und da ist mit diesem Mechanismus, sind ja furchtbare Dinge geschehen. Ja? Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass in der Geschichte, in der neueren Geschichte, in der Geschichte dieses Jahrhunderts, unter der Maßgabe der Verbesserung des Menschen, die grausamsten Dinge passiert sind. Ja? Die marxistische Utopie, so sympathisch sie sozusagen als geistiges Gebilde aus dem 19. Jahrhundert herkommt, war aber zugleich ein Menschenbild, wie der gute Mensch, wie der funktionierende, der gelingende Mensch sein soll. Und danach waren dann die anderen, der Klassenfeind und so weiter, das waren dann die Bösen und die mussten dann ummodelliert werden. Ja? Eine ganz gefährliche Angelegenheit. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs auch noch darauf zu sprechen und auf eine andere Weise viel von der Ideologie her noch viel grausamer dann der Nationalsozialismus mit seinem rassistischen Menschenbild. Gut, was ich sagen will, ist dieser Mechanismus des schwarzen Peters weiter, der Böse ist der andere. Das zeigt,
dass wenn man nicht sich offen mit dem eigenen gefährlichen Potenzial auseinandersetzt und die Begegnung damit sucht, kommt man in diese Gefahr, dass man selber Übles verbreitet, indem man es weitergibt. Und da war für mich doch, muss ich sagen, das Buch hat ja auch insgesamt auch eine religionsphilosophische Unterströmung und wir haben ja hier auch einige Theologen. Für mich war da doch sehr wichtig, dass ich ursprünglich, bevor ich Philosophie und Literaturwissenschaft studiert habe, wollte ich eigentlich Theologie studieren. Ja, und habe ja in einem Heim für schwer erziehbare Kinder auch so gearbeitet und Erfahrungen gesammelt. Aus einem dieser religiöse Zusammenhang, da will ich einen Punkt besonders benennen. Ich finde es doch sehr klug gewesen von der in unserer christlichen Religion, dass von der Sündhaftigkeit gesprochen wird. Das ist ja, macht eigentlich jeden vertraut mit der, jetzt in der religiösen Sprache, man kann ja auch eine nicht religiöse Sprache für dasselbe Phänomen finden, macht einen vertraut mit den Gefährdungsdimensionen, die man selber hat. Und macht dann eigentlich auch vertraut damit, dass man wohl weniger Gefahr um sich herum verbreitet, wenn man zu seinen eigenen Gefährdungen ein offenes und mit sich selbst zu Rate gehendes und die Begegnung mit sich selbst suchendes Verhältnis hat. Ja. Und da muss ich sagen, ist mir so im Laufe so der letzten Jahre schon auch aufgefallen, dass die Moderne, mal so pauschal gesprochen, die moderne Zivilisation, das moderne Denken schon sehr viel verloren hat, dass sie für dieses Sündenmöglichkeitsbewusstsein, dass sie da keinen richtigen Ersatz sozusagen gefunden hat. Wir lebten jetzt in meiner intellektuellen Biografie, wenn ich so auf die 60er und die 70er Jahre, 80er Jahre so zurückblicken, könnte man sagen, das war so eine Zeit des heimlichen und auch unheimlichen Rousseauismus. Also Rousseauismus verstanden in diesem Rousseau, der Mensch ist gut, ist auf jeden Fall gut. Wenn irgendwas schlecht läuft, dann sind es entfremdende Strukturen der Gesellschaft. Sind dafür verantwortlich, bauen wir die Gesellschaft um, kommt die wahre Güte zum Vorschein. Das war das Denken. Erziehung und so weiter. Ja. Aber da stellt sich ja schon die Frage, ob der Mensch das aushält, wenn man ihm sagt, das Böse, ich sage jetzt, das Böse bist du. Ja. Also ob er nicht eben eine Instanz braucht, an der er wenigstens das Radikalböse, an die er das delegieren kann. Ja, ich glaube ja, der Blick auf die Geschichte zeigt, dass es dieses Ableitungsbedürfnis gibt. Aber ich würde sagen, man muss es aushalten. Ich will zwei Beispiele geben. Aus dem Sündenfall, aus der schönen, die ich jetzt als Mythos lese, Sündenfallgeschichte. Da fand ich natürlich wunderbar, dass nachdem es zum Sündenfall also gekommen ist, also Eva den Apfel und Adam nun auch, was passiert? Als Gott jetzt hinzutritt und sagt, versucht sich Adam auf Eva rauszureden, und Eva redet sich auf die Schlange raus. Ja? Und Gott hält am Prinzip der Zurechnungsfähigkeit fest. Ja? Er hält im gewissen Sinne fest am Prinzip, das sind freie Wesen gewesen. Ich habe ihnen das Kostbarste gegeben, was ich selber habe. Ich habe ihnen Freiheit gegeben. Allerdings hat Gott eine Freiheit mit Gelingensgarantie. Ihm kann nichts misslingen. Obwohl man da auch noch mal eine Frage stellen kann, weil die Schöpfung. Aber gut, aber der Mensch hat eben auch diese Freiheit bekommen. Aber, und das ist jetzt auch für mein Buch, für den Grundgedanken meines Buches so wichtig, das ist eine Freiheit ohne Gelingensgarantie. Es wäre ja schön, wenn wir eine Freiheit hätten, wenn wir frei wären und trotzdem uns alles gelingt. Nein, wir haben das Risiko. Und trotzdem nicht. Und so ist es. Und ich habe das erwähnt, dieses Beispiel, weil diese Entlastung
lässt im Sündenfall Gott nicht gelten, sondern er macht die Menschen verantwortlich. Und dann wollte ich eine zweite Geschichte mit dieser Entlastung. Die macht einen Riesensprung. Der Thomas Mann hat in der Zeit des Nationalsozialismus im Exil, hat er einen Essay geschrieben, den ich mit für das Beste und jedenfalls das Mutigste halte, was er da in dieser Zeit geschrieben hat. Und den hat er genannt Bruder Hitler. Das muss man sich mal vorstellen. Der sitzt da im Exil in Amerika und strengt eine Gratwanderung der Reflexion an, wo er versucht, sich klarzumachen und auch einigen seiner Kollegen, dass das Phänomen Hitler auf eine ganz vertrackte Weise mit kulturellen Obsessionen in der deutschen Kultur verknüpft ist, und der natürlich Hitler was ganz Furchtbares draus gemacht hat. Was ich sagen will ist, Thomas Mann wagt eine Reflexion, eine Übertrachtung, wie viel Hitler steckt in uns auch als Möglichkeit. Er ist ein unheimlicher Verwandter, nicht der andere. Ja. Oder er ist ein unheimlicher Verwandter. Es gibt was Verwandtes. Wie später auch Hannah Arendt sagt. Ja. Das ist eine mutige Reflexion, die also zuerst auch, ehe man nach Entlastungen sucht, natürlich muss man Verantwortliche benennen und natürlich muss die volle Verantwortung jetzt für das, was Hitler gemacht hat, bleibt bestehen. Aber man muss auch zugleich, und so lernt man ja auch nur, Anteile in sich selbst entdecken. Und dazu muss man allerdings eine Selbstbegegnung riskieren. Es ist ja interessant, Sie legen ja ganz stark diesen Akzent, die Beschäftigung mit sich selbst im Umgang mit dem Thema. Und ich merke bei mir, dass ich einfach noch einen ganz anderen Akzent auch sehe, wichtig finde, nämlich der Blick auf die Opfer. Also das Leid oder das Böse, was eben anderen geschieht. Und dass ich eigentlich von daher dann herausgefordert bin, nachzufragen, was geschieht da eigentlich. Und diesen Aspekt, den habe ich jetzt bei der Lektüre Ihres Buches irgendwo weniger gesehen. Wissen Sie, vielleicht hängt das auch damit zusammen, weil die Solidarität mit den Opfern des Bösen, alles in allem, würde ich mal sagen, fällt die uns zunächst mal sowieso leichter. Es ist im gewissen Sinne eher selbstverständlich, aber sich klarzumachen, also wer sich mit den Opfern identifiziert und sich mit ihnen solidarisiert, so ungeheuer wichtig das ist ganz klar, aber er nimmt auch die Chance wahr, sich selber dann in der Identifikation zu einem solidarischen Menschen mit den Opfern zu fühlen und sich doch in diesem Sinne, entschuldigen Sie, wenn ich so platt sage, auf die Seite der Guten zu stellen. Und es ist provozierender, die Täteranteile zu entdecken. Die potenziellen Täteranteile zu entdecken. Ich meine, das Interesse dahinter finde ich, also ich denke, gebe Ihnen recht, das ist ganz wichtig, aber das Interesse dahinter muss doch sein, dass so etwas nie mehr geschehen kann. Natürlich. Also das Interesse letztlich müssen dann doch die Opfer sein. Ja, aber ich glaube, die Hypothese von Ihnen ist ja die, dass wenn man sich mit gerade den aggressiven Anteilen, den Selbstanteilen auseinandersetzt, dann gibt es auch weniger Opfer. Also das wäre doch eine Chance. Warum aber? Und diese Frage stellt sich immer wieder, ist es so schwierig, sich mit diesen aggressiven Seiten auseinanderzusetzen? Das hat mir sehr eingeleuchtet, was Sie gesagt haben, wegen dem Opfer. Das erlebt man auch in Analysen. Über die Sexualität wird heute schon relativ frei gesprochen, ist kein Tabu mehr. Aber die Aggression, die ist ein absolutes Tabu. Das will man sich nicht eingestehen. Zum Beispiel, ich bringe einen Affekt, Neid. Nur schon zu sagen, ich bin neidisch und wir alle sind es, ist wahnsinnig schwierig. Mit der Aggression ist es ja überhaupt so eine Sache. Es gibt ja Anteile der Aggression, die in einem hohen Maße zivilisiert sind und sozusagen zu unserer Art der Zivilisation richtig als produktiver Faktor dazugehen. Ja, also dieses Konkurrenzverhalten könnten Sie ohne, von dem wir ja nun auch alle sagen, oder viele jedenfalls sagen, das bringt uns zivilisatorisch empor und Markt und so weiter. Also diese
ich will mal sagen, die ganzen Haltungen, ja, die der Markt als Zivilisationsmodell von uns fordert, das sind Haltungen, die immer eine erhebliche Beimischung von Aggressivität haben müssen. Ja? Sonst der Durchsetzungswille. So, also man könnte fast sagen, dass sozusagen dieses Guthaben der Destruktivität und der Aggressivität, die da ist, von diesem Guthaben werden bestimmte Teile werden abgehoben und arbeiten in der Zivilisationsmaschine und arbeiten dort so ziemlich produktiv. Andere Teile dieser Destruktion und dieser Aggressivität sind ja nun auch in unserem Jahrhunderten immer wieder in diesen Explosionen der Kriege, ja, wurden sie, das muss man sich ja auch mal vorstellen, was das bedeutet, Krieg, dass jetzt auch von staatlicher Seite eine Lizenz zum Töten gegeben wird. Ja, also es ist ein Tötungsritual, das jetzt für bestimmte befristete Zeiten geben zivilisierte Gesellschaften das Töten frei und machen es sogar zur Aufgabe. Also da werden ja unglaubliche Mengen von Destruktion und Aggressivität abgeführt, natürlich auch Angst aber, und so weiter. Das kann auch ein Ventil sein. Es ist ein Ventil, natürlich. Ist auch ein, ich meine, 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach, ja, in Deutschland, ja, das war ja ein Feiertag, ja, eine Gesellschaft, die 40 Jahre auf einmal so eine Friedensperiode erlebt hat, da hatte man dann den Eindruck, da musste jetzt auf einmal so etwas geschehen. Ja? Und dann jetzt zum Beispiel in Deutschland nach 1945, alle wundern sich, warum die 50er Jahre so eine unglaubliche Bravheit in Deutschland hatte, so diese Adenauerzeit und so weiter. Ja, nun, vorher eine ganze Generation hat gewollt, ungewollt, gezwungen, wie auch immer, sind unglaubliche Explosionen, auch innere Explosionen. Denn man muss ja immer auf die Menschen gucken. Was bringen sie aus sich heraus und was sind sie gezwungen, aus sich herauszubringen? Und die waren gezwungen und zum Teil gewollt, zum Teil ungewollt, so viel Aggression über die Welt zu bringen, aus sich selbst herauszubringen, dass nach 1945 wurden das alles brave, ja, Familienväter. Ja? Und die Aggression wurde als gut bezeichnet. Ja, auch die destruktive Aggression, ja, wurde als gut bezeichnet, oder? Oh. Die Frage ist natürlich schon, ob wir rauskommen ohne. Ja. Also ob wir ohne dieses Ventil auskommen, nicht? Also ob Raymond Aron hat einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel «Ist der Krieg noch zu retten?» vor solchen Hintergründen und sagt, das ist ein Ventil. Und wenn wir den Krieg zum Verbrechen erklären, verstopfen wir das Ventil und erhöhen die Aggressivität der zivilen Gesellschaften. Ja, man denkt, wie viele Opfer also ein Krieg bringt. Ja, ja. Also immer mehr. Ich meine, die Kriege haben sich ja auch massiv verändert, oder? Früher waren ja vor allen Dingen die Kämpfenden dann auch die Opfer. Aber das ist ja längst nicht mehr so. Das hat sich völlig gekehrt. Also, nicht. Völlig gekehrt. Wir sprechen natürlich jetzt, sind wir jetzt über diese Aggressivität und Destruktion, sind wir so auf das Ganze, machen so eine Draufsicht auf den ganzen zivilisatorischen Prozess, finde ich natürlich auch ganz wichtig und das hängt mit unserem Thema zusammen und ich möchte dazu, bevor ich aber, ich möchte nachher noch einen anderen Punkt ansprechen, aber dazu noch eine Sache nur, Krieg und Zivilisation und so weiter. Ich beobachte, man könnte vielleicht sagen, die Klugheit einer Zivilisation liegt auch darin, wie und ob es ihr gelingt, Ernstfälle in Spiel zurückzuverwandeln. Also Ernstfall, Totschlag. Spiel, Fußballschlacht. Ja? Ein bisschen überzogen ist es, was ich jetzt sage, aber ich könnte mir vorstellen, wenn Deutschland 1914 schon Fußballweltmeister gewesen wäre, ja, und auch noch schon Boris Becker hätten wir da auch schon gehabt und so weiter, ja. Also mal ganz ernsthaft, wie viel Pathos von nationalem Stolz und so weiter auf dieser doch vergleichsweise ungefährlichen Ebene des medial vermarkteten Massensports, wo sich die Leute identifizieren, wie viel Energie da schon so mal abgeführt wird. Ja. Ja, das ist schon, wir klagen natürlich auch über das Rowdytum im Sport und so weiter, aber ich glaube, gemessen daran,
welche gefährliche Potenziale hier auf eine alles in allem doch ungefährliche, spielerische Ebene abreagiert werden. Das ist, halte ich wirklich für eine zivilisatorische Errungenschaft. Mhm. Ja. Aber das ist ja auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene das, was auch beim Individuum eine Chance ist. Wenn das Individuum sich selber mit der Aggression auseinandersetzt, hat es die Chance, das spielerisch oder fantasiemäßig abzuhandeln. Ja. Ich möchte noch etwas sagen zur Aggression. Sie haben vorher gesagt, die Aggression ist ja nicht nur im Kapitalismus, sie ist auch notwendig, wenn Sie überhaupt ins Drama einsteigen, sonst bleiben Sie ja immer draußen. Oder? Ja. Also man muss ja irgendwie aggredi, also hineingehen, nach vorwärts, vorn streben. Aber interessant wird es ja, wann kippt sie plötzlich? Oder aus der positiven Aggression, die wir brauchen, wird plötzlich etwas Destruktives. Beispiel Pausenplatz. Da schlagen sich zwei Jungen, das ist okay, oder das gehört dazu. Und plötzlich schlägt einer auch auf den anderen noch ein, wenn er schon hilflos am Boden liegt. Ja. Und warum das? Ja, das ist ganz schön, weil jetzt kommen wir wieder... Also vom Hochplateau zivilisatorischer Gesamtperspektiven, ja, kommen wir wieder auf den einzelnen Punkt, auf den Menschen. Und das ist ja auch mit eigentlich mein Ansatz. Ich gucke zwar auch auf die Zivilisation insgesamt, aber man muss doch vor lauter Zivilisation auch wiederum den einzelnen Menschen nicht aus den Augen verlieren. Und das Böse. Ihr Beispiel, der liegt jetzt am Boden. Und sagen die Funktion des Kampfs jetzt hier ist jetzt schon mal erfüllt. Nicht? Also der Sieger steht fest, ja. Und jetzt könnte das Spiel ja zu Ende sein. Und jetzt kommt noch mal dieser Schlag. Und was eigentlich die ganze Frage nach dem Bösen ist die Frage, warum dieser Schlag noch mal? Warum noch mal dieser Schlag? Ja. Und das ist auch das Ganze. Also da ist man bei dem, was dann auch Kant mal so das Radikalböse genannt hat. Das aber nicht das Fernliegende, sondern das Mögliche. Nämlich so, man könnte ja sagen, es gibt Dinge, die wir tun, die zwar würden wir sie als böse nennen, aber man kann dann immer sagen, naja, wie auch im Krieg, nicht? Also man hat erfüllt eine bestimmte Funktion, eine bestimmte Aufgabe und alles ist vielleicht noch zu etwas gut. Oder man bildet sich es zumindest ein, was man da tut, es ist noch zu etwas gut. So hat im Übrigen ja auch noch die Antike, wenn das Böse, oder jedenfalls Platon, Aristoteles, konnten sich eigentlich nicht vorstellen, dass es der Mensch eigentlich wirklich das Böse um des Bösen willen tut, sondern eigentlich immer will er etwas Gutes und er vergreift sich eigentlich nur in den Mitteln oder er kennt nicht die richtigen Mittel. Aber hier kommen wir an so einen Punkt, wo das ist von der unserer Erfahrung her eben einfach nicht abzustreiten, dass wir auch die Möglichkeit haben, wirklich das Quälen eines anderen um des Quälens willen, die Grausamkeit um der Grausamkeit willen, das Vernichten auch um der Vernichtung willen. Ja, nicht um Platz zu schaffen für was Neues, sondern nein, die Lust am Bösen, in diesem Sinne. Und jetzt kommt es, ich sage mal auch in meinem Buch, das Böse ist kein Begriff. Es ist erstmal nur ein Name. Und es ist ein Name für mich, ein Name für genau die Art, die nur wir als Menschen tun können, das Zerstören, das Quälen, die Bosheit, die Grausamkeit um ihrer selbst, weil sie diese Negation ist, die sie ist, weil sie dieses, dafür, für mich steckt dahinter, Wir sind Wesen, wir sind, wie der Schopenhauer, mein Leib- und Magenphilosoph, mal sagte, haben ein metaphysisches Bedürfnis, wir haben metaphysische Möglichkeiten, wir können transzendieren, deswegen gibt es Religionen, aber wir können auch, das gehört mit dazu, wir können auch das erfahren, die große Verneinung, das Nichts. Wir können das auch erfahren. In jeder Langeweile, in jedem Horror-Vakui erfährt man das. Und es gibt, da kommen wir wirklich auf eine sehr tiefe, aber auch wiederum für jeden sehr naheliegende Weise. Ich meine, jedes andere Lebewesen ist in der Welt und erfüllt sein Programm, seine Instinkte und so weiter. Und wir müssen, da wir Bewusstsein haben, sind wir nicht nur in der Welt so, wie wir sind, sondern wir müssen ja irgendwann mal dazu kommen, zu unserem, dass wir überhaupt da sind, auch Ja sagen zu können. Wir müssen die Leistung der Selbstbejahung, der Tatsache, dass wir leben,
selber noch erbringen. Und es gibt Fälle genug, wo diese Selbstbejahung, dass man da ist, nicht erbracht wird. Es gibt genügend unendlich verzweifelte Menschen, es gibt Menschen, die sich selber vernichten, zerstören können, weil sie nicht sich bejahen können, sondern Nein sagen. Die ja, auch zu sich selbst, zu der ganzen Welt. Aber die damit Opfer eines höchst aktiven Bösen werden, oder? Nein, sie sind, es gibt dann, wenn man in Biografien guckt, gibt es dann immer Punkte, wo man wirklich sie also auch als Opfer sehen kann. Aber noch ehe sie eigentlich Opfer sind, ich will auf diesen Punkt hinaus, egal ob wir jetzt wie unsere einzelnen Familienverhältnisse oder so weiter aussehen. Nein, das gehört zum Wunder unseres Bewusstseins, dass wir die Leistung des Ja-Sagens überhaupt erst erbringen müssen, wie die Chancen dafür ausstehen. Da wie die da aussehen, da hängen die spielen die Umstände eine große Rolle. Und jetzt denke ich und versuche das auch zu entwickeln, im Kern ist es so, da wir das Ja zu unserem Leben, die Biophilie, die Liebe zum Leben, zum Stück weit haben wir sie einfach dadurch, dass wir da sind, aber das Bewusstsein, das wir haben, macht uns auch immer ein Stückchen weit fremd gegenüber der Welt. Wir sind auf einmal in dieser Distanz. Deswegen sagt auch der Aristoteles zum Beispiel, die Philosophie überhaupt beginnt bei jedem Kind mit der Frage, warum ist etwas und nicht vielmehr nichts? Also dieses, das kann ja auch ein Wunder, ein Staunen vor dem Sein, dass man da ist, aber man ist ein Stück weit nicht ganz drinnen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man rein, wie bleibt man drinnen, was macht man mit diesem Staunen, wird das Staunen zur Verzweiflung, es kann zur Verzweiflung werden. Es kann ins Entsetzen umschlagen, oder? Es kann umschlagen eben in die Zerstörung, in das Nein, aus dem Nein kann, aus diesem verwundernden Nein, kann wirklich Vernichtungslust. Also, ich will Ihnen übrigens ein Beispiel sagen, also damit wir nicht, wir haben vorher eine biblische Geschichte erwähnt. Mir hat sehr zu denken gegeben die Kainsgeschichte. Also ich mache keinen Anspruch darauf, jetzt das theologisch alles exakt zu interpretieren, sondern ich will einfach nur sagen, welcher Gedanke mir dabei gekommen ist. Es ist doch Rätsel. Darf ich ganz schnell zwischenfragen? Sehen Sie jetzt eigentlich diese Kainsgeschichte parallel zu dieser Pausenplatzgeschichte? Weil ich habe bei allem dem, wo Sie sehr viel breit ausgeführt haben, hatte ich immer noch im Hinterkopf diese Pausenplatzgeschichte und die damit verbundene Frage. Ja. Und das ist jetzt wieder eigentlich eine Parallelgeschichte dazu. Ja. Genau, das ist eine Parallelgeschichte zu der Pausenplatzgeschichte. Ja. Also Kain und Abel beide opfern. Beide tun, opfern ihrem Gott. So, und das Abel-Opfer wird angenommen und das Kain-Opfer nicht. Und jetzt versetze ich mich in den Kain. Der Kain nimmt das Sein, seine ganze Lebenswelt als eine gerechte Ordnung irgendwie. Und Gott ist, der Inbegriff einer gerechten, stimmenden Welt. Aber jetzt stimmt doch auf einmal alles nicht mehr für ihn. Es ist zu ihm Nein gesagt worden. Er fühlt sich, bitte? Zu seinem Opfer. Das ist zu seinem Frage, Opfer. Ob das auch ja, zu ihm? Egal, zu seinem Opfer. Also es ist nicht ersichtlich, warum das aufsteigt und bei ihm nicht. Es ist zu ihm Nein gesagt worden. Er fühlt sich selber, er kann sich selber, er fällt im gewissen Sinn aus der Welt. Er fällt aus der Welt. Die Welt ist nicht mehr das, was sie ist, nicht die gerechte Ordnung, sondern sie ist was seltsam Unerklärliches, zumindest unerklärlich. Er fällt heraus, er fühlt sich verneint, Diese Selbstbejahung ist in diesem Fall nicht möglich. Und was macht er mit diesem Nein? Er wälzt das Nein weiter und erschlägt seinen Bruder. Ja, das ist, er hat das Grundvertrauen verloren. Er hat das Grundvertrauen verloren. Und das ist ein Beispiel auch, das mir jetzt einfällt, wie ist es überhaupt möglich, denkt man sich, wenn Skinheads oder gewalttätige Menschen sonst Behinderte angreifen? Ja. Können Sie da eine Erklärung geben, dass Menschen hilflose andere angreifen? Oder ich kann es selbst auch versuchen, sind Sie auch der Meinung, dass dort etwas von diesem Grundvertrauen eben in Frage gestellt wird? Der Täter sieht, dass es ein Leiden gibt, mit dem er nicht fertig werden kann. Also er spürt diesen Riss und muss dann das andere totschlagen. Oder wie sehen Sie das? Ja.
Also das wäre eine Überlegung. Er spürt diesen Riss und muss den anderen totschlagen. Und das andere, was vielleicht gar nicht jetzt im Gegensatz, sondern sich dann noch mit verknüpft ist, ist, ich glaube, in solchen Aktionen drückt sich der Hass auf das Leben überhaupt aus. Also es gibt schon so etwas wie eine, ich habe auch einen Eindruck, das nimmt eher zu, eine wirkliche elementare Verfeindung mit dem Leben. Mhm. Ja? Mhm. Und dann, was da nun jetzt im einzelnen Köpfen vorgeht, das kann man sich gar nicht so genau vorstellen, aber gerade dann noch die Schwachen zu schlagen, ja? Das ist wie, als würde man nun Rache an einem Leben nehmen, das überhaupt Mist ist, ja, und dann schlägt man auf das ein, was man als besonders mistig nun ansieht, ja. Aber man schlägt wahrscheinlich, weil man selber das Leben als etwas Defektes erlebt ja, hat. Ja, als etwas Defektes, selber. Ja, und ja. Das meine ich, eine elementare Verfeindung mit dem Leben selbst, ja. Und, aber sehen Sie, wie wir sprechen darüber, wenn man einen Moment lang überlegt, das ist was Ungeheuerliches, dass wir Wesen sind, die nicht nur leben, sondern die sich mit dem Leben verfeinden können. Überlegen Sie, was wir da eigentlich reden. Das ist ja was ganz, ganz, ganz Erstaunliches. Ich sage, das gehört mit zur Freiheit. Das meine ich. Auch das gehört mit dazu. Im gewissen Sinne, der Kant, ja, unser Aufklärer hat mal so schön gesagt, naja, warum schreien die Kinder, wenn sie zur Welt kommen? Ja, sie sind ungefragt hinübergezogen worden auf die Welt. Ja. Und was folgt für ihn daraus? Für ihn folgt daraus, also haben die Eltern die Aufgabe, den Kindern zu helfen, dass sie in diesem Dasein, in das sie hinübergezogen worden sind, dass sie da in die Lage versetzt werden, zu ihrem Dasein Ja sagen zu können. Die Kräfte der Selbstaffirmation, würden die Philosophen sagen, also die Kräfte des Ja-Sagens zum eigenen Dasein stärken. Und so hat auf diesen Umweg, hat Kant mal auf eine sehr, sehr unakademische, einfache Weise die Aufgabe der Vernunft definiert. Vernunft ist dasjenige an uns, was es uns erlaubt, uns selber einzustimmen auf unser in der Welt sein und uns selber zu bestimmen und Ja sagen können zu uns selbst und zu unseren positiven Möglichkeiten. Heißt das aber nicht doch, dass wir eine Instanz brauchen, bei der dieses Ja zum Leben, sage ich jetzt einmal, fix deponiert ist und diese Instanz, dass die der Hüter dieses Jahres zum Leben ist? Ich denke noch einmal an die Geschichte, die Sie erwähnt haben, Sündenfallgeschichte. Die Folgen des Sündenfalls bleiben ja dann in dieser Geschichte nicht zu 100% an den Menschen hängen, sondern also Gott jagt sie dann zwar aus dem Paradies, aber dann kommt ja diese schöne Szene, wo Gott sich als Schneider betätigt und den Leuten Röcke aus Fell macht, damit sie dann doch nicht die absoluten Folgen ihres Tuns zu tragen haben. Da bleibt ein Rest, ein überschießender Rest an Positivem oder wird sogar dem Menschen geliefert. Also Gnade wäre das. Ja, ja, das wäre dann natürlich Gnade. Ja, ja. Es ist ja auch so, da haben Sie ja vollkommen recht, es ist ja auch so, dass dann Gott so als hätte er sich das gar nicht in seinen dunkelsten Träumen nicht geahnt, was er sich da nun mit den Menschen aufgehalst hat, hat er ja dann nun die Sintflut auch geschickt, dann nachher, ein paar Generationen später, ja. Man darf ja dann auch nicht vergessen, dass denn der Kain überlebt ja, nicht? Abel ist ja tot, Kain überlebt und Kain wird ja der zweite Urvater des Menschengeschlechtes. Das ist ja nochmal so eine... Na gut, und dann sagt er ja, dann macht ja Gott einen Vertrag mit den Menschen, nach der Sintflut. Ja, sagte, also ich will in den Menschen nicht mehr so abstrafen, so dass ich den ganzen Kosmos untergehen lasse wegen den Menschen, sondern es soll Regen kommen und die Saat soll aufgehen und so weiter. Und dann heißt doch dieser wunderbare Satz,
das Menschendenken ist böse von Jugend an. Ja? Und man hatte so den Eindruck, dass Gott in diesem Moment, ich rede jetzt mal so ein bisschen frivol, entschuldigen Sie als Theologen, dass Gott jetzt eigentlich auch, dem auch klar geworden ist, dass zu der Freiheit diese Option offenbar eben doch wirklich dazugehört, das Böse tun zu können. Und jetzt er sich sozusagen mit den Menschen zusammen überlegt, wie können wir das beherrschen, wie können wir das handhabbar machen. Ja? Und das finde ich interessant, dass da dann der große Bund dann schließlich eigentlich geschlossen wird. Und dann eine Art Gottesvertrag und Gesellschaftsvertrag. Es geht darum, jetzt mit dem Bösen so zu leben, dass die Menschen noch etwas Gutes daraus machen können. Das Wichtige ist ja eben da das Vertrauen, was Sie gesagt haben. Und ich möchte noch einmal auf diesen Punkt kommen. Wenn man Ihr Buch liest, ist ein wichtiger Teil für mich gewesen, das hat mir sehr Eindruck gemacht, der Mensch, also sehr vereinfacht gesagt, hat sich von der Natur entfremdet. Und jetzt läuft auch die Zivilisation Gefahr, sich vom Menschen zu entfremden. Ja. Und dieser Satz hat mich tatsächlich geängstigt. Ich habe gemerkt, wie man darauf angewiesen ist, ein Vertrauen ins Ganze zu haben. Sonst fällt man wie ins Bodenlose. Ja. Das hat mir sehr Eindruck gemacht. Ja. Und ich finde ja auch, wissen Sie, für mich selber war das, die Arbeit an dem Buch auch deswegen so aufregend, weil ich nochmal, obwohl ich ja, so habe ich ja vorher erwähnt, nicht ganz unbeleckt bin von der Theologie und von ich habe selber eine sehr pietistische Erziehung erlebt in meiner Zuhause. Und ich bin aber auch bei dieser Arbeit jetzt nochmal, ist mir auch so richtig klar geworden, warum bei der Beschäftigung mit dem Bösen, was eigentlich das Ingenium der Religionen eigentlich. Ich rede mal jetzt nicht nur von der christlichen, sondern von Religion als eine Dimension, die in unserer Kultur eine, nicht nur in unserer Kultur, so eine ungeheure Rolle spielt. Was das eigentlich ist, warum es die gibt. Und also, das hängt damit zusammen, was Sie eben sagten, also wenn man ganz von außen spricht, würde man die Gottesbilder als etwas ansehen, wo das fundamentale Ja, die fundamentale Bejahung der Tatsache, dass wir in der Welt sind, findet sozusagen ein überschwängliches Bild. Wir sprechen natürlich nur, von Gott soll man sich keine Bilder machen eigentlich. Wir sprechen aber davon, dass es für dieses Ja ein unglaubliches Bild zur Verfügung gestellt wird. Und das wäre ja gar nicht nötig, wenn wir nicht zugleich Genies der Verneinung wären. Das ist der Punkt. Das wäre ja gar nicht, wenn wir so in der Welt festgestellt wären, wir sind eben doch, ich sagte das vorher schon mal, wir sind eben doch nicht festgestellt. Und Religionen sind, wenn sie eine Weiträumigkeit, wenn sie wirklich gut sind, es gibt ja auch, wird ja auch mit Religion so viel Schindluder getrieben, muss man ja leider sagen, wenn sie wahrhaft sind, dann nehmen sie dem Menschen nichts von seiner Freiheit und nichts von seiner Weiträumigkeit, aber erfüllen diese Weite mit einem beschwingenden Sinn, mit einem lebbaren und einen über bloße immanente Überlebensprogramme hinausgehende Bedeutung. Ja? Also das leuchtet mir ein. Ich meine, das ist ja auch das, was ich als Pfarrerin sage bei jeder Taufe, dieses grundlegende Ja, diese Menschenwürde. Aber ich meine, wenn wir jetzt noch im Zusammenhang mit dem, woher wir vorher gesprochen haben, mit dem Bösen, dann meine ich, dass es noch etwas anderes auch dazu kommt, jetzt gerade spezifisch bei der jüdischen Tradition und bei der christlichen Tradition. Nicht, dass die Theologie eine Erklärung gibt, wo alles aufgeht mit dem Bösen, aber dass jetzt gerade bei der christlichen Theologie gesagt wird, Gott selber leidet mit. Also und eben doch wieder diese Parteinahme für die Opfer. Also ich komme noch mal ganz auf das, was ich anfangs gesagt habe, zurück. Und gerade dort ist Gott. Ich will Ihnen etwas sagen. Das Mitleid. Der Schopenhauer
ich habe ihn schon mal erwähnt, Schopenhauer, der ja eine Philosophie aus diesen ganzen Qualen, die er beobachtet und so weiter, er kommt ja zu diesem Ergebnis, also das Leben wäre besser etwas, was nicht stattfinden würde. Also wenn wir in der Welt sind, sind wir eigentlich in der falschen Veranstaltung. Ja, so, das ist ungefähr so die Botschaft. Ja. Und dann sagt er, aber wir bleiben irgendwie dabei, weil dieser Wille, unser Selbstbehauptungswille, der dann auch keine Rücksicht kennt und wir kämpfen uns durch und so. Und alles das, gerade auch dieser Selbstbehauptungswille, ja, das alles war für ihn eben doch mitverantwortlich für die ganze Furchtbarkeit. Und dann sagt er, aber wenn wir genau in uns reinhören, gibt es etwas in uns, was dieser ganzen Torheit zuwider ist? Und das ist unsere Fähigkeit zum Mitleiden. Das Interessante ist nur, für ihn war Mitleiden etwas, was man sich nicht, zu dem man sich nicht verpflichtet fühlen muss, sondern das einen eher überfällt und wo man eher überlegt, Mensch, wie werde ich das wieder los, dieses Mitleiden? Und dieses Mitleiden war für ihn in der Karriere des Raus aus der Welt, ja, war sozusagen die erste Stufe. Also Mitleiden war nun gerade nicht, ist nun gerade nicht eine Art, es zu einem glücklichen, ja-sagenden Leben zu kommen, sondern eher sozusagen der erste Schritt, die ganze Welt zu überwinden. Aber das muss ja nicht so sein. Ja, und ich habe das jetzt nun mit diesem Schopenhauer erwähnt, um deutlich zu machen, dass wenn wir über das Problem der Bejahung reden, über die Möglichkeit der Bejahung, müssen wir natürlich über die Solidarität mit Opfern und Mitleid und so weiter sprechen. Aber mir jedenfalls würde es so vorkommen, als wären wir bei diesem Punkt, wären wir noch nicht an dem Punkt, was dann das eigentliche Problem für uns ist. Verstehen Sie? Deswegen sagte ich vorher, wir brauchen Solidarität, aber wir brauchen ein Eingedenken unserer dunklen Kräfte, damit wir eine Kultur, eine Gestaltung, eine Form finden, damit zu leben. Das, Solidarität mit dem Opfern, finde ich, versteht sich also eher von selbst. Und man kann, es gibt im Übrigen dann auch die Gefahr, dass man aus dieser Solidarität selber wieder auf eine Seite gerät, die auf eine sehr unheimliche Weise wieder mit Tätern was zu tun. Also ich bin ein 68er gewesen, ja. Und wenn ich denke, was wir da in dieser politischen Bewegung 68, ja, man solidarisierte sich mit den Freiheitsbewegungen in der dritten Welt. Ja, schön, wunderbar. Auch das waren Opfer, ja, waren Opfer. Pol Pot, Kambodscha, was ist zum Teil, nicht überhaupt, aber was zum Teil daraus geworden? Welche innere Legitimation hat man neuen Tätern mit einem solchen sich solidarisieren mit Opfern zum Teil auch gemacht? Man muss schon eben sehr genau hingucken. Immer wieder genau hingucken, das ist sicher ein großes Problem. Es gibt diesen Umschlag, dass das Mitleid ein aggressionsförderndes Element wird. Ja, gerade in der Geschichte mit dem Bösen, also etwas ist mir, ich meine, es gab ja eine Interpretation des Bösen, die sich selber wieder ganz böse ausgewirkt hat in ganzen Hexenwahn und Hexenverfolgung. Ja, das ist ja gerade auch so ein Beispiel dafür. Was ja dann zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass sich Leute, die Inquisitoren zum Teil, extrem mit einem bestimmten Christusbild identifiziert haben und von daher dann Aggressionen gegen sogenannte Ketzer entwickelt. Oder ganz pointiert gesagt, dass im Mitleid selbst ein riesiges Quantum von Aggression sein kann, indem man zum Beispiel über Mitleid Leute klein hält, oder? Mhm. Ja. Da schlägt das Gute ins Böse um. Oder was Sie gesagt haben bei der Solidarität, wenn die totalisiert wird. Das geht ja immer darum, wenn das Gute totalisiert wird, dann ist es nicht eine Idee als eine Art Leitplanke, sondern dann ist es eine Diktatur.
Ja. Aber das ist überhaupt immer das Problem, wenn man ideologisch, also eben, in Begriffen spricht. Ja, also deswegen meine ich, man sollte immer die konkrete Situation. Also ja, jetzt zum Beispiel unsere Kinder. Was sind ihre Ängste, ihre Sorgen? Was brauchen sie? Also da, und dann glaube ich, wenn man so fragt, ist man einigermaßen gefeit, hoffentlich, vor diesen Gefahren. Ich wollte aber, deswegen hatte ich vorher auch so diesen großen Umweg bei diesem Mitleid gemacht. Wir bewegen uns jetzt wieder auf einer, was auch wichtig ist, auf einer politischen Ebene. Auf dieser Ebene müssen auch viele Dinge wirklich bedacht werden. Mir ist noch im Zusammenhang jetzt mit dem Nachdenken darüber noch so eine andere Ebene deutlich geworden, mit dem, ich glaube, da werden wir uns auch im nächsten Jahrhundert noch sehr damit beschäftigen müssen, das Problem des Nihilismus dabei. Also so das gute Ja, wir haben über das Ja-Sagen, über die Selbstbejahung und so weiter gesprochen und auch in dem Zusammenhang eben über Religion. Und ich meine, das muss man sich ja auch klar machen, hier, wir sehen das ja auch hier in dieser wunderbaren Darstellung, die Vorstellung, die uralte Vorstellung, dass die Welt insgesamt eingebettet und wir eingebettet sind in einen großen Sinnzusammenhang. Der war doch immer so selbstverständlich. Das und dieser große Sinnzusammenhang, eben wirklich eine Sinnkugel, die Welt ist eine Sinnkugel und wir sind wie so in einem Uterus, sind wir in einem Sinnzusammenhang drin. Die modernen Wissenschaften, der analytische Blick, ja, hat den Raum leer gemacht. Ja, der hat den natürlich leer gemacht. Pascal, der große Pascal an der Schwelle zur Moderne, selber ein Mann der modernen Naturwissenschaft und ein Mystiker und ein gläubiger Mensch, sagt, ich gucke in den Weltraum und es graut mich vor der unendlichen Leere, vor dieser Weite. Es ist eigentlich gar nicht auszuhalten und darüber entwickelt er auch wieder ein Glaube. Ja? Aber diese Herausforderung, dass möglicherweise wir vielleicht hier unsere kleinen Sinnwelten bilden, aber in einem Weltraum ohne Sinn, das ist natürlich ein ganz großes Problem. Und wird dieses nicht festgelegte Drama gut ausgehen? Meine letzte Frage. Also ich denke, wir haben ein Genie, Sinnzusammenhänge wieder zu finden und zu erzeugen. Wir dürfen nur dieses Talent, Sinnwelten zu schaffen, dieses Talent dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Offenbar ist es mit unserer evolutionären Aufgabe, vielleicht ist das auch ein göttlicher Funke bei uns, dass wir Sinn genau auch dort erzeugen, wo ohne uns vielleicht keiner wäre. Herr Safranski, wir danken Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind. Und jetzt noch das Buch, von dem die Rede war. Rüdiger Safranski, Das Böse oder das Drama der Freiheit. Erschienen ist es im Hansa Verlag, München 1997.